Ganz zu Anfang hören wir, was ein ganz historischer Mann, nämlich ein arabischer Historiker aus dem Jahr 19, ungefähr 947 rum, namens Al-Masudi, der damals Indien bereiste und dort untersucht hat, also er selber Araber, wie die Inder so das Schachspiel betreiben. Und der sagt dazu: Die Inder erklären durch die Felder des Schachbretts den Gang der Zeit und der Zeitalter, die höheren Einflüsse, die die Welt regieren, und die Bande, die das Schach mit der menschlichen Seele verbinden. Ja, und vor diesem Hintergrund können Sie vielleicht besser verstehen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dem ein bisschen näher nachzugehen. Und gewidmet ist das Buch natürlich meiner Tochter Alina. Vielleicht liest sie es sogar eines Tages. Über welche besonderen Fähigkeiten verfügen Sie? Und welchen Nutzen können andere Menschen daraus ziehen? Mit diesen grundsätzlichen Fragen wurde ich ohne Vorwarnung konfrontiert. Es war Sommer 1996. Ich befand mich in einem Seminar während meiner Ausbildung zum Master im neurolinguistischen Programmieren oder bekannt als NLP. Jahrmarkt der Möglichkeiten hieß die Übung, deren Ziel in der Analyse und dem sofort anschließenden Transfer besonderer Fähigkeiten bestand. Mit Staunen und ein wenig Neid verfolgte ich das üppige Angebot der anderen Teilnehmer. Das reichte von einem herausragenden Orientierungssinn, hätte ich auch gerne, über sofortigen Zugang zu eigenen Gefühlen, hoher Begabung im Erlernen neuer Sprachen, bis hin zum Talent, blitzschnell aus dem Bestand des Kleiderschranks eine perfekte Ausgehkombination zu zaubern. Fand jemand ein Angebot verlockend und wollte die Fähigkeit des glücklichen Besitzers ebenfalls erwerben, wurde ein leicht esoterisch angehauchtes Schnellverfahren durchgezogen, das die Übertragung ermöglichen sollte. Ich war fasziniert. Konnte das funktionieren? Wurde bald unser ganzes Schul- und Hochschulsystem überflüssig? Nun, Kinder lernen ganz direkt und intuitiv von anderen Menschen. Ohne Lehrbuch und theoretische Einführung erfassen sie beispielsweise komplexe grammatikalische Strukturen, die sie bald perfekt anwenden können. Es gibt musikalische Wunderkinder, kindliche Meistermathematiker und kleine Schachgenies. Haben wir Erwachsene durch die Weiterentwicklung und Spezialisierung unserer neuronalen Strukturen diese unschätzbare Fähigkeit des direkten Lernens vom Modell verloren? Dahinter steht die Gabe, aus ungeheuren Mengen ungeordneten Inputs intuitiv die goldene Essenz zu ziehen. Gibt es für uns eine Rückkehr in das verlorene Lernparadies unserer Kindheit? Was können wir konkret tun? Und kann das so leicht und so schnell wie im Seminar gehen? Ja, in manchen Fällen kann das dort praktizierte Verfahren oder ähnliche Techniken scheinbare Wunder wirken. Vorausgesetzt, die Methode wird mit starker Überzeugungskraft vorgetragen. Genau dann, wenn eine Fähigkeit grundsätzlich vorhanden, aber durch einen negativen Glaubenssatz wie "Ach, das schaffe ich doch nie" und die damit verbundene Gefühlspalette von Erstarrung bis Panik überlagert ist. Stellen wir uns als typisches Beispiel eine anstehende wichtige Prüfung vor, an deren Gelingen ich trotz intensiven Lernens und gelungenen Verstehens nicht glaube. In solchen Fällen trifft der folgende Aphorismus genau zu. Egal, ob ich glaube, dass ich etwas kann oder dass ich es nicht kann, ich habe auf jeden Fall recht. Unser Glaube gibt uns erst das innere Freizeichen für alle vorhandenen und vielleicht noch verborgenen Fähigkeiten. Doch kann mich auch der stärkste Glaube nicht zu einem Marathonläufer machen, wenn ich nicht gewisse Voraussetzungen in Muskelkraft und trainierten Herz-Kreislauf-System mitbringe. Ebenso wenig werde ich ohne jegliches Vorwissen in der Lage sein, Probleme der höheren Mathematik zu lösen oder in einer komplexen Schachposition den besten Zug zu finden. In jenem heißen Seminarraum des Jahres 1996 waren all diese Überlegungen mir noch fremd. In erster Linie spürte ich einen klumpigen Knoten im Bauch, der würgend in Richtung Hals wanderte. Bald war die Reihe an mir. Was hatte ich selbst denn für interessante Fähigkeiten zu bieten? Ich war hochmotiviert. Zu gerne wollte ich die schlanke, schöne Frau mit den wunderbar warmen Augen mir gegenüber beeindrucken. Bis dahin hatte ich gehofft, mit meinem Status als Schachgroßmeister zu punkten. Immerhin gibt es von dieser seltenen Spezies nicht mehr als etwa 900 auf diesem Planeten.
Seit zwei Jahrzehnten war ich in Turnierseelen auf allen Kontinenten zu Hause und gewohnt, meine geistige und psychische Kraft auf dem Schachbrett immer aufs Neue unter Beweis zu stellen. Doch was sollte ihr die letzte Finesse in einer modischen Variante der königsindischen Verteidigung oder der Knight-Off-Variante bringen? Was die Geheimnisse eines komplexen Turmenspiels? Würde ich sie für meine Fähigkeit im Lösen schwieriger Schachkompositionen begeistern können? Oder konnte ihr meine Kaltblütigkeit in höchster Zeitnot etwas bedeuten? Zeitnot, Zeitnot! Doch Zeitnot kann den Geist auch beflügeln, vorausgesetzt, der Adrenalinstoß ist gut dosiert. Auch davon später mehr. Jetzt liefen meine Gedanken in klaren, geordneten Bahnen. Um den Nutzen meiner speziellen Fähigkeiten für andere Menschen zu ergründen, musste ich sie natürlich zunächst selbst ordnen und verstehen. Was tun Schachmeister denn im Verlauf der Partien? Sind sie nicht ganz allgemein Meister des Planens und des Lösens komplexer Probleme? Verfügen sie nicht über herausragende Denkstrategien? Jetzt meldeten sich bei mir erste Einwände. Gelten Schachmeister nicht ein wenig zu Recht als verschroben und bisweilen weltfremd? Könnte ein Schachmeister einer ohne weiteres den Job eines Topmanagers übernehmen? Wohl kaum. Wie saßen zu diesem Zeitpunkt bei mir selbst in Bereichen außerhalb des Schachs aus? Wie viele der skizzierten Fähigkeiten spiegelten sich in meinem allgemeinen Können und Verhalten? Mir wurde klar, dass ich tatsächlich in vielen Bereichen sehr schnell eine klare Struktur schaffen konnte. Als Schachtrainer und Autor war ich gewohnt, komplexe Inhalte zu vermitteln, indem ich die Essenz des Themas zum Vorschein brachte. Entsprechend konnte ich hervorragend Konzepte entwerfen und auch in komplexen Situationen einen guten Aktionsplan finden. Besonders wichtig schien mir die Fähigkeit, auch emotional aufgeladene Situationen von außen, also dissoziiert, betrachten und einschätzen zu können. Dennoch, um beispielsweise im harten Alltag des Geschäftslebens außerhalb der Schachwelt erfolgreich zu sein, mangelte es mir zu diesem Zeitpunkt noch an einigem Wissen. Für meine nächste Herausforderung jedoch war ich gerüstet. Mit hämmerndem Herzen stand ich auf. Ich kann gut strukturieren und planen. Klang das etwa zu nüchtern? Würde ich Interessenten finden? Ein Lächeln, ein Augenaufschlag? Und hob sich ihre Hand nicht ein wenig? Seit jenem Seminar habe ich an der Erforschung der Essenz meisterlicher Denkstrategien im Schach gearbeitet. Zu diesem Grundthema gab es bereits einige Untersuchungen. Doch hatte ich stets ein darüber hinausgehendes, ehrgeiziges Ziel vor Augen. Mir geht es um die Möglichkeit einer ganz konkreten Umsetzung des Transfers und der Nutzung dieser über 1500 Jahre hinweg immer weiter verfeinerten Meisterstrategien. Da Schach auf Turnierebene streng kompetitiv ist, hat hier eine natürliche Auslese stattgefunden. Nur die besten Strategien haben im Verlauf der Jahrhunderte überlebt. Wie aber müssen diese besonderen Fähigkeiten der Schachmeister vermittelt werden, damit auch Menschen, die vielleicht gerade nur die Schachregeln beherrschen und über wenig Zeit verfügen, sie lernen und effektiv einsetzen können? Die Methode sollte ebenso gut auf die Führung einer Firma mit all ihren Aspekten wie auf die Vorbereitung einer wichtigen Prüfung oder die Planung der nächsten Urlaubsreise anzuwenden sein. Noch mehr als Kinder benötigen Erwachsene klare Bezüge und Metaphern. Unsere bereits ausgebildeten neuronalen Strukturen werden dann optimal genutzt, wenn wir Querverbindungen zwischen vorhandenem Wissen und neuen Inhalten herstellen können. Wir brauchen also eine einfache, ganzheitliche Form, die einerseits klar strukturiert ist, andererseits aber offen für Kreativität bleibt und Zugang zum Schatz unserer Intuition schafft. Nur so werden beide Gehirnhälften optimal mit einbezogen. Wir müssen uns klar machen, dass alle wichtigen Entscheidungen zu beträchtlichen Teilen Bauchentscheidungen sind und auf der Kraft unseres Gefühls bzw. unserer Intuition beruhen, die immer am Anfang und Ende eines Entscheidungsprozesses steht. Doch wäre es völlig falsch, die Ratio zu verteufeln bzw. zu degradieren. Die bewussten Werkzeuge, die wir in diesem Modell anwenden, sind ebenso bedeutsam wie die intuitiven Methoden. Die Ratio dient uns hier dazu, unsere Intuition anzukurbeln, sie zu prüfen und sie in eine klare Struktur einzubetten. 1998 war ich soweit, eine aus heutiger Sicht noch sehr primitive Form des Modells zu präsentieren,
Immerhin berichtete das Handelsblatt ganzseitig sehr positiv und ausführlich über das neue Manager-Training. In den folgenden Jahren konnte ich es vielen Proben unterziehen, teils bei eigenen Planungen, teils im Rahmen meiner Beratungen, Coachings und Seminare. Durch die gewonnenen Erfahrungen und kritische Feedbacks konnte ich das Modell weiterentwickeln und ausbauen. Im Jahr 2005, großer Zeitsprung, hatte ich dann Gelegenheit, meine Planungsstrategien in der eigenen Praxis in größerem Umfang einzusetzen. Gemeinsam mit unserem großzügigen Sponsor Roman Krulich, Diana Dengler, Gerald Hertneck und Ulrich Dirr ging es um die Realisierung eines groß angelegten, sehr ehrgeizigen und in dieser Form und Größenordnung für Westeuropa einzigartigen Projekts. Die Gründung der Münchner Schachakademie stand an. Immerhin hat geklappt. Da keiner in unserem Kernteam, also außer Roman natürlich, praktische Erfahrungen im Bereich von Firmengründung und Leitung vorzuweisen hatte, mussten wir unseren über das Schach erworbenen Planungsstrategien vertrauen. Ein Jahr nach Erstellung unseres ersten Planungskonzepts, vor Gründung der Akademie, kam es zum Härtetest. Unser stets kritischer, sehr kritischer und objektiver Controller, Großmeister Gerald Hertneck, verglich das Erreichte mit dem Geplanten. Tatsächlich waren mehr als 90% genau nach unserem Konzept eingetroffen. Vom Lehrplan über die Formierung des Teams, die Wahl und Gestaltung der Räumlichkeiten, dank an Hermann Forster, der hier ist, der uns hier sehr unterstützt hat, unser ersten Events bis hin zum Marketing. So war beispielsweise der Erfolg unserer Marketingstrategie mit zahlreichen schönen und positiven Artikeln in großen Zeitungen, Berichten in Fernsehen und Radio sowie der Gewinnung vieler wertvoller Kooperationspartner über die Maßen gut und übertraf 30 Jahre bisheriger Berichterstattung über Schach in München bei Weitem. Jetzt war das Konzept so weit ausgereift, dass ich gemeinsam mit Diana Dengler als kompetenter Co-Trainerin daran gehen konnte, es in Seminarform speziell für Führungskräfte anzubieten. Das Feedback bei den Seminaren sowie bei Vorträgen vor unterschiedlichstem Publikum zu diesem Thema war für uns eine große Ermutigung und gab uns das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Diana Dengler bin ich für ihre großartige Unterstützung im Verlauf des gesamten Königsplan-Projekts mit vielen kreativen Ideen und moralischem Rückhalt zu besonderem Dank verpflichtet. Im Jahr 2007 gab es für mich einen weiteren großen Glücksfall, der von beträchtlicher Bedeutung für die weitere Entwicklung, kritische Prüfung und Ausgestaltung von Königsplan war. Für unsere mittels großzügiger Unterstützung durch Sponsor Roman Krulich neu gegründete Münchner Schachstiftung, sitzt übrigens auch hier, die insbesondere Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien durch Schachtraining fördert, war ich auf der Suche nach einem geeigneten Schirmherrn. Gleichzeitig war Robert Freiherr von Weizsäcker zum neuen Präsidenten des Deutschen Schachbundes gewählt worden. Erst durch einige Presseartikel zu diesem Thema wurde ich darauf aufmerksam, dass Robert von Weizsäcker nicht nur einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität München innehat und ein international hoch angesehener Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch selbst Fernschachgroßmeister und Mitglied der deutschen Fernschachnationalmannschaft ist. Ich riskierte also eine Kontaktaufnahme und war sehr angenehm von Robert von Weizsäckers freundlicher und spontan hilfsbereiter Haltung berührt. Da auch ihm die Förderung von Kindern besonders im Herzen liegt, war er ohne weiteres bereit, die Schirmherrschaft über die Kinder- und Jugendprojekte der Münchner Schachstiftung zu übernehmen und uns auch sonst mit Rat und Tat zu unterstützen. Im gemeinsamen Gespräch kamen wir auf das Thema Königsplan im Sinne einer Nutzung schachlicher Denkstrategien, unter anderem für den wirtschaftlichen Bereich. Während meine eigene außerschachliche Ausrichtung ja in erster Linie eine psychologische ist, stellt Robert von Weizsäckers Hintergrund die ideale Brücke zwischen Schach und Ökonomie dar. Er verkörpert höchste Kompetenz, um das Konzept Königsplan mitzuentwickeln, auf eine solide wissenschaftliche Basis zu stellen und kritisch zu prüfen. Bald waren wir bei der Idee eines gemeinsamen Buchprojekts angelangt. Das Resultat sehen Sie jetzt vor sich. Ach so, das war mit der schönen Frau. 2010 feiern wir unseren 12. Hochzeitstag und staunen immer wieder über die Lernfähigkeit und Kreativität unserer Tochter Alina.